Der Gameboy, der Gameboy, Adventskalender, der Gameboy, Adventskalender. Hey Yankyo Alien dürfte wieder eines der Spiele sein, die keine Sau kennt. Es basiert auf einem Spiel von 1979, das für die damaligen Personal Computer und später auch für Arcade-Automaten entwickelt wurde. In Japan kam es sogar noch für den Super Nintendo raus. Es spielt in der kleinen Stadt Hyankyo. Ich habe keinen Plan, wie man das ausspricht. Mein Japanisch ist leider etwas eingerostet. Wenn ich hier gerade irgendwelche japanischen Familien beleidige, weil das, was ich ausspreche, eine Bezeichnung für Kudong ist, dann tut mir das leid. Eigentlich nicht. Egal. In der kleinen Stadt, die vielleicht Kudong heißt, landen Aliens. Und wie heißt man diese am besten willkommen? Richtig, indem man viele, viele Gruben gräbt, wartet, bis die Aliens reinfallen und sie dann bei lebendigem Leibe zu vergraben. Das ist noch nicht schockierend. Schockierend ist, als wie schockierend langweilig dieses Spiel sich bei näherem Hinsehen entpuppt. Man verbringt viel Zeit mit Warten. Nur manchmal rennt man vor einem wild gewordenen Wesen weg. Die Abwechslung hält sich in Grenzen. Einzig die Musik weiß, zumindest teilweise, zu überzeugen. Bei der 100. Wiederholung nutzt aber auch diese sich recht leicht ab. Im Spiel ist auch noch der klassische Modus enthalten. Werfen wir einen kurzen Blick darauf. Okay, reicht. Ring, ring. Ja. Du weißt doch, dass du immer alles fertig reviewen solltest. Ja. Gut, ein paar Worte zum klassischen Modus. Wieder moderne, nur noch langweiliger, schwieriger und blöder zu steuern. Meh. Aber gut, dieser Modus wurde erstmals 1979 entwickelt und hier nur adaptiert. Das dulde ich noch als Ausrede. Was war anderes zu erwarten von einem Spiel, in dem es maßgeblich um Aliens geht, die in Gruben fallen? Wenn ihr das Spiel bereits kanntet, mein Beileid. Wenn ihr es noch nicht kanntet, dann tut es mir leid, dass ich mich euch damit aufgezwungen habe. Übermorgen gibt's vielleicht wieder was Interessanteres. Seid dabei, wenn die nächste Türe vom Adventskalender aufgeht. Wer den Kanal abonniert, bekommt das sogar total komfortabel angezeigt. Hurra!